Bär und komisch Vogel, Mumu viel geholfen, Hexe zu besiegen. Ja. Ja, aber ohne meine scheiß Moves hätten sie es nicht geschafft. Vorsicht, ihr scheiß Wichser. Benzo und ich sind die richtigen Helden dieses Games, ey. Ach du heilige Mutterficker, was steckt ihr denn für eine Party? Die Hexe ist entkommen, ihr Spastis. Macht dem Scheiß ein Ende. Ich wollte doch nur Barbecue machen. Oh. Ach du heilige Kacke. Ich hab keine Lust. Und ob du Lust hast, du Sohn. Auf in den Kampf. Warum lägt es so? Dafür ist kein Grund. Okay. Ich wollte eigentlich die Waschmaschine haben, aber traurigerweise ist die wohl weg. Und die Hexenpuppe wollte ich auch haben. Das Ding, was hier oben stehen gestanden ist, wollte ich eigentlich nicht, aber ja, leider haben Benjamin Kazooie Tutti genommen. Das wäre wahrscheinlich der schlechteste Preis von allen, aber warum nicht? Somit haben wir noch nichts gemacht gegen Grunty. Das ist ja super. Und hier ist ein Topf, der zurückführt. Okay. Und hier ist ein Leben. Hier. Diese Türen laggen wie Sau. So, in dem Raum da hinten ist einfach nichts. Bald wird dem Bären der Pelz verbrannt. Seht mein Bild dort an der Wand. Ich finde dieses Bild so nett, Ted. Erst viele Puzzleteile machen es komplett. Ja, ich hab's aber schon komplett, also. Demnach ergibt es keinen Sinn. Hörst du mein Gekicher? Hier oben bin ich sicher. Ja. Ganz verstanden. Bist du nicht. So, hier haben wir sozusagen Spender, womit wir unsere Noten noch nutzen können, damit wir unsere Sachen auffüllen können. Also, wir sind noch nicht fertig. Aber gleich. Also bald. Und hier sind die Eier. Das dürfte nichts mehr sein. Falsch gedacht. Hier ist die letzte Notentür des Games. Man müsste 18 ausgelassen haben, wenn man nur 18 im gesamten Spiel auslässt, dann kann man diese Tür noch öffnen. Was ist hier? Eine Honigwabe? Unsere Leben wurden verdoppelt. Das ist nice. So, und jetzt drehen wir mal mit diesem Topf. Ja, zeigen wir den Rücken. Was für ein ekelhafter Gestank, oder? Oh, Besuch für Dickbot. Ach, lieber Besuch. Ein Wunder, dass dich überhaupt jemand besucht, stinkender Sohn. Was meint der komische Wichser? Es wollte nur wissen, wo wir die Hexe Gruntilla finden. Ach so, das weiß ich ganz genau. Wenn ihr die hässliche Alte aus dem Weg räumt, bin ich endlich frei. Frei, frei, frei. Schweige still, du armer Tropf. Ich hasse diesen Topf. Ist das Spiel erst vorbei, koche ich in dir Hexenbrei. Ja, keine Angst. Panik, Dinkbot. Wenn wir sie erstmal gefunden haben, wird sie den Mund nicht mehr so aufreißen. Sie wird die Fresse halten. Das hört sich gut an. Springt hinein, ich schieße euch hinauf zu ihr, weil es Sinn ergibt. Viel Glück. Hineinspringen? Niemals. Den Gestank werden wir nie mehr los. Kazooie, es ist scheißegal. Wir sollten eh duschen gehen, nachdem wir statt dem Waschmaschine dieses Lebewesen genommen haben. Keine Ahnung, warum. Diese Toti. So ein lächerliches Paar sehe ich nicht jedes Jahr. Ich kämpfe nur, du doofer Bär. Mein Sieg wird sicher legendär. Legendär. Are you sure about that?
Du wirst schon sehen, du dumme Hexe. Das wird nichts. Jetzt will sie mich sogar rammen mit aus dem Weg. Was ein tolles Auto du da auch hast. Ey, ich rede nicht so gern herum. Was? Erstmals läuft die hier rum. Was? Ich habe doch ausgewichen. Wieso hat dieses Ding mich jetzt erwischt? Das ist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Komm schon, diesmal sei ein bisschen unabstoßend. Ja, das ist unabstoßend. Was lab ich für eine Scheiße? Ehrlich gesagt, habe ich diesen Kampf schon mal gemacht. Also, bei meinem ersten Versuch hieß ich auch schon Balkonbockerblin. Aber dort, dieser Part war jetzt nicht so beliebt, weil ich einen extremen Psychoschrei gemacht habe. Außerdem wahrscheinlich auch... Ja, gut. Ja, gut. Auf jeden Fall, außerdem habe ich damals auch mit den Buttons gespielt, die auf dem Handy. Ich spiele zwar tatsächlich immer noch auf dem Handy, aber ich habe die Buttons unsichtbar gemacht. Dieser Zauber ist die Macht. Mein Herz vor Freude lacht. Ja, schieß es doch! Verschwende so viel! Das war wohl doch etwas zu leicht. Mal sehen, was sie jetzt erreicht. Are you sure about that? Sie schießt jetzt 4 ungefähr. Ja, tatsächlich. Hä? Hey, die Explosion war doch schon vorbei. Scheiße, das hat wehgetan. Hey, dann muss ich meinen Plan. Ja, du machst dasselbe wieder. Das ist ein toller Plan. Kreativ ist hell. Hey, sie hört sie auf. Hey, sie hat mich 4-mal hintereinander geschossen. Ich kann doch zählen. Tatsächlich, sie hat ihren Plan geändert. Komm schon, stirb jetzt, du alte Hexe. Wechsel die Seiten. Wenigstens habe ich sie 2-mal erwischt. Easy! Nur noch einmal, nur noch einmal. Easy, sie ist besiegt, sie ist besiegt. Ja, ihr steht da hinten in Trance. Ist aber halt ohne Chance. Ist nun uns. Mit dieser Flugplatte kannst du der Hexe eine Lektion erteilen, Banjo, die sie nie mehr vergisst. Okay, wir müssen sie einfach attackieren und hier habe ich im ersten Let's Play ziemlich geraged. Normalerweise sollte man sie eigentlich erst dann attackieren, wenn er sie anhält. Oh mein Gott! Ich habe mich gerettet, es hell! Och, du heilige Scheiße! Ich habe mich gerettet! Ich bin so schlecht in diesem... Obwohl ich auf der Konsole hier tatsächlich besser bin, ich glaube. Das. Ich habe in diesem Teil schon ziemlich geraged. Wir haben sie. Das werdet ihr mir büßen. Bald liegt ihr mir zu Füßen. Ah ja, echt? Ja, man sollte besser schauen, wo sie zuerst hinfliegt. Das war schlecht. Ich will hier keinen Fehler leben. Ansonsten war es das. Naja, dann muss ich den Part natürlich restarten. Uff! Dass ich mich so oft so viel Glück habe. Ach du
Du Scheiße, wieso treffe ich jemand daneben? Das ist so kacke von mir. Man sollte nicht dauernd nach oben fliegen. Falco Boko Blind 2021. Ja, jetzt noch einmal. Es ist nur noch einmal. Wir müssen es jetzt schaffen. Zum Glück hat das jetzt gar nicht funktioniert mit dem B-Button. Alter. Es ist wirklich zielgenau, wo du hindrückst. Ach du heilige Scheiße. Kann so viel Scheiße passieren. Bei dieser Flugpassage. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, sitz nicht schmollend in der Ecke, weil ich mich hier in deinem scheiß Schild verstecke. So, jetzt wird sie einfach nur blöd rumschießen. Ja, sie ist zielsuchend, der Sohn. Böse Hexe, hau nun ab. Wir haben dich so satt. Ihr miesen kleinen Wichser, bald seid ihr Geschichte. Wichte. Ja, es soll ein Reim sein. Okay. Ja. Wieso tut sie so? Sie weiß, wo ich hingehe. Das ist so unfair. Sie weiß, wo ich hingehe. Alter, das ist... Hey, sie weiß, wo ich hingehe. Was ist das für eine böse AI? Tschisch. Ich würde sagen nicht mal, dass das über die schwerste Phase ist. Das ist eine... beschissene Phase. So freche Fratzen. Man sollte immer einen Blick auf Grunty haben. Und immer zurücklaufen. Aber wenn ich so... Okay. Man sollte immer so gut man kann einen Blick auf Grunty werfen. Ja, wieso bleibst du doch sitzen? Vollidiot. Oh, okay, es hat schon gegolten. Okay, wir haben's. Geh schon mal schneller, was stehst du so blöd rum? Mach da einfach deinen Job. Okay, wir haben ihren Besen zerstört. Ihr wollt mir das als Sieg verkaufen? Ich gehe an immerhin noch laufen. Nach echt? So, jetzt will sie den Super Pro machen. So, und jetzt kommt die letzte Phase. Ich bin der Ginjonator, aktiviere mich. Selbst dieser seltsame Kumpan macht keinen Strich durch meinen Plan. Was hast du denn bitte für einen Plan? Seht ihr, der fliegt da durch. Was ergibt das für den Sinn? Okay, wir müssen einfach nur weiterhin ausweichen. Das war gerade ein Glitch, dass ich überhaupt ausweichen konnte. Einfach die ganze Zeit abknallen, egal ob ich Schaden bekomme. Das macht eh mal eine lange Pause. Denn wir haben's. Wir haben es. Der Ginjonator wird aktiviert. Meine Friends. Oh mein Gott, das war gerade Scream.
Was eine tolle Anspielung, auch wenn es vielleicht keine war, aber egal. Wir haben dich, Grunty. Stoß sie runter. Jetzt hat sie kein Schild mehr. Warum bleibt sie an Stock und Stelle stehen? Wer ohne mich die Rechnung macht, hat selten nur am Schluss gelacht. A. A. B. A. A. Oh, fuck. Wieso bewegt sie sich nicht? Ich sieh's dort oben. Bevor ich werde schnell entteilen, will ich das hier mit euch teilen. Sie wollte uns mit in den Tod nehmen. Wow. Das war ein Noob-Move. Ui. Ja, da bist du auf jeden Fall schon mal tot. RIP. Also von solcher Höhe überlebt auch kein Mensch, auch weil sie eine Hexe ist. Ja, so macht man das auch. Da, oh ja, jetzt ist sie tot. Es sei denn, sie grabt sich irgendwie durch. The fuck? Die hört sich an, als würde sie scheißen. Zu rillt. Das kann nicht mein Schicksal sein. Klongo, befreie mich von diesem Drecksstein. Best. Wir haben es geschafft, meine Friends. Easy. Jetzt können sie sich was gönnen. Und diese Frau mit den Melonen sieht ja überhaupt nicht aus, als würde sie gar nicht hier reinpassen. Nee, das ist überhaupt keine sexuelle Andeutung. Denn das hat als Kinder, das müssen sie doch übersehen haben, oder? Ich meine, das sieht doch überhaupt nicht sexistisch und falsch aus. Nee, natürlich nicht. Ah, wunderbar. Zeit zum Ausspannen. Nicht wahr, schwerste Herze? Ja, klaro. Du und Kazui, ihr seid nun echte Helden. Hast du das gehört, Kurze? Ich bin ein Star. Natürlich, du bist ein Star, du bist ein Star. Okay, du warst ganz gut, Kazui. Danke, brennende Schlange. Genug jetzt. Lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Dingbot. So ein Dingbot. Klungo. Dingster. Tropper. Random Zwiebel. Ball. Der Ball. Salat. Oder Kohliwobble. Kohliwobble. So, jetzt werden halt alle Gegner vorgestellt. Query. Das ist aber kein Gegner. Das ist einfach ein Stein mit Augen, der nichts kann. Sieht aus, als sterben. Grundling. Grundi. Dicker. Der dickt nicht richtig. Bisofan. Big Butt. Grublin. Lin. Leaky. He leaks some videos. Look up. Ich mach das Ganze schneller. Ja, jetzt wisst ihr, dass ich tatsächlich am Handy zocke. Ich habe halt ein paar Skills. Little Lockup, ja, mit einem tollen Grafikfehler. Yum yum. Weil das Video darf nicht so lang werden, ansonsten kackt der Speicher rum. Snippet. Shrapnel. Snacker. Ist ein Snickers. Und der Hunger ist gegessen. Loop. Grillchomper. Mutti-Snippet. Whiplash. Shish.
Croctus. Flippet. Bassbomb. Der Tip-Top-Chor. Groggy. Sorry, jetzt stell dir nicht alle Kids vor. Muggi. Ach so, der gute alte Mythos of Gaming. Ja, wer kennt ihn nicht? Der Twinklis. Twinkly Mancha. Munchy, munchy, crunchy, crunchy. So, shush. Slushy. Chinka. Jinxie. Corona. The Ancient Ones. Die Alten. Einsen. Krabber. Irgendein Skeppy. Slapper. Mama, komm her. Histup. Tumblr. Ja, das ist so wichtig. So. Portrait-Jumper. Tiii. Limbo. Ab in die Limbo. Ripper. Rip, Ripper. He ripped him. Rip. Nibble. Was zum Teufel? Boombox, boom. Boombox, go boom. Boss, Boombox, go boom. Nur, dass er nicht boomst. Er boomt. Ups. Grimlet. Let him grim. No, I don't want. Flotsam. Sass. Seaman Grublin. Jump. Ist es hier auch mal bald vorbei? Ich habe keine Zeit mehr. Snare Bear. Es ist aber kein Bär. Das sieht mir nicht nach einem Bär aus. Big Clocker. Clock, clock, clocky, clock. Der Zubass. Oh, 2-2-2-2, cool. Grublin Hood. Genau. Rip Crack. Das ist so ein Crack. Cheeto. So, wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir den Rest ansehen. Ja, das geht sich jetzt nämlich nicht mehr aus und deshalb will ich sagen, ciao, Männer!